Und jetzt brutaler Überfall auf einen Kioskbesitzer. Aber der Ladenbetreiber lässt sich das nicht gefallen und schlägt zurück. Klarer Fall von an den Falschen geraten. Zwei gezielte Schläge gegen den Kopf mit einem Zimmermannshammer. Vigneswaran Sayantan hat großes Glück, dass er den brutalen Überfall und gezielten Angriff überlebt hat. Spätabends kommt ein 48-jähriger Mann in den Kiosk, will Zigaretten. Als Vigneswaran sich umdreht, schlägt der Kunde sofort zu. Doch anstatt sich zu schützen oder zu fliehen, wehrt sich der Kioskbesitzer und versucht, seinen Angreifer zu überwältigen. In diesem Moment habe ich keine Ahnung, was passiert. Ne? Habe ich nichts gedacht. Und dann der hat zweimal stark geschlagen und war Blut rausgekommen. Aber ich wollte nicht ihn rauslassen. Dann kommt er nochmal wieder. Deswegen habe ich ein bisschen festgehalten. Mit Erfolg. Ein Radfahrer stoppt und hilft, ruft sofort die Polizei. Die Beamten nehmen den Täter fest. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Polizei erzählt er, warum er so brutal zugeschlagen hat. In der ersten Anhörung hat er gegenüber den Kollegen gesagt, dass momentan alles bei ihm im Leben schief laufe und er seit mehreren Tagen nichts mehr gegessen habe. Und das letztlich hat dann ihn veranlasst, diesen Raubüberfall zu begehen. Vigneswaran lässt sich von dem Vorfall nicht einschüchtern, steht wie jeden Abend wieder in seinem Laden. Dann habe ich auch gestern ein bisschen Angst gehabt. Alleine jemand reinkommt. Ich muss alles denken, kann passiert sowas. Ich muss überlegen, wie lange noch Öffnungszeit vielleicht ändert, vielleicht kurz 9.30 Uhr zumachen. Der Familienvater ist überzeugt, richtig gehandelt zu haben. Seinen Laden würde er jederzeit wieder mutig und mit ganzer Kraft beschützen. Ja, und weitere ganz aktuelle Fälle heute Abend, 19 Uhr hier in Sat.1 bei Fahndung Deutschland. So manch einer fühlt sich beim Anblick dieses schwarzen Lackwesens wohl direkt in einen Science-Fiction-Film gebeamt